got that? Yeah. Es stimmt, dass unsere Moral am ersten Tag noch exzellent war. Allen unseren Informationen zufolge standen die Araber vor einem Sieg. Israel hatte aber unsere militärische Kommunikation gestört und wir hingen allein vom Radio ab, um uns zu informieren. Das Problem war, dass der Sender Stimme Arabiens und das ägyptische Radio falsche Informationen verbreiteten. أنا باعتقادي كان يعطي معلومات غير صحيحة. Hauptbefehlshaber der jordanischen Armee ist ein Ägypter, General Riad. Doch weder er noch König Hussein verfügen über brauchbare Informationen über den Zustand ihrer Streitkräfte. König Hussein, Alliierter Nassers, hat seine Armee unter ägyptisches Kommando gestellt. Die israelische Regierung ist darüber bestens informiert und weist Hussein streng an, sich nicht einzumischen. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, erhielten wir diese Nachricht um 10.30 Uhr, also zu einer Zeit, als der Angriff auf Ägypten schon seit einigen Stunden lief. Der ägyptische General Riad hatte den jordanischen Truppen bereits befohlen, zum Angriff überzugehen. Drei Stunden nach Kriegsbeginn befiehlt General Riad den Jordaniern, den israelischen Teil Jerusalems zu bombardieren. Der Krieg begrenzt sich nun nicht mehr auf den Sinai, sondern greift auf eine außergewöhnliche Stadt über. Jerusalem ist nicht nur die historische Hauptstadt Palästinas, sondern auch seit Jahrhunderten ein wichtiges Pilgerziel für Juden, Christen und Muslime. ...1948 kämpften Israelis und Jordanier um die Herrschaft über Jerusalem. Sie mussten sich auf eine Teilung der Stadt einigen. Der Westteil ging an Israel, der Ostteil mit der Altstadt an Jordanien. Der neue Kampf um Jerusalem beginnt hingegen im Süden, in einer entmilitarisierten Zone unter UNO-Mandat. Die Folgen dieses Kampfes zeigen bis heute Wirkung. Badi Awad, damals Offizier der jordanischen Armee, empfängt uns vor einem Bild, das den Sieg seiner Soldaten über Israel 1948 feiert. 19 Jahre später, 1967, ist er wieder in Jerusalem. Ich erhielt den Befehl persönlich, das UNO-Hauptquartier im Südteil Jerusalems zu besetzen. Ich sollte dort die Kontrolle übernehmen, um einem israelischen Angriff zuvorzukommen. Badi Awad und seine Soldaten besetzen mit der umzäunten entmilitarisierten Zone der UNO einen strategischen Ort. Damit überschreiten sie die 1948 in Jerusalem festgelegte Waffenstillstandslinie, worauf die Israelis reagieren müssen. Wie dies geschehen soll, ist noch unklar. In der Kommandozentrale im Untergeschoss des israelischen Verteidigungsministeriums befindet sich auch der Mann, der jetzt seine entscheidende Rolle übernommen hat. Moshe Dayan, seit 4 Tagen Verteidigungsminister. Seine Autorität wird durch seine große Popularität noch verstärkt. Er wollte ursprünglich vor allem den Krieg mit Ägypten fortsetzen, ohne seine Einsatzkräfte auf andere Fronten zu verteilen. Doch die Lage im Sinai hat sich zugunsten Israels gewendet, sodass er einen Teil seiner Truppen zur Ostfront nach Jerusalem abziehen kann. Dort sollen sie das von Jordanien besetzte UNO-Hauptquartier zurückerobern. Mit dieser Aufgabe wird Oberst Ashar Dar betraut. Eine Sache war mir völlig klar. Je schneller ich einen Gegenangriff starte, desto größer meine Siegeschancen. Thank you.
Ich gab meine Befehle mitten im Kampfgeschehen. Ich war stets bei meinen Soldaten. Ich befand mich zwischen zwei Bataillonen innerhalb der Umzäunung und gab von dort aus meine Befehle. Ich ging von Schützengraben zu Schützengraben, um meine Männer aufzumuntern. Ich war immer in vorderster Linie. Am späten Nachmittag sind die Jordanier geschlagen. Ashadar erobert das UNO-Hauptquartier und vertreibt die jordanische Armee aus dem Süden der Stadt. Moshe Dayan nutzt die Gunst der Stunde und schickt aus dem Sinai weitere Verstärkung. Hanan Porat ist einer der Fallschirmjäger, die aus dem Sinai nach Jerusalem abkommandiert wurden. Ich erinnere mich daran, wie wir mit total vollgestaubten Bussen nach Jerusalem fuhren. Unser Bus bebte vom Gesang Goldenes Jerusalem. Wir sangen von den ausgetrockneten Wasserstellen und dem leeren Marktplatz. So, als wäre die Altstadt menschenleer gewesen. Wer dachte überhaupt an so etwas? Das Lied Goldenes Jerusalem genießt mittlerweile größte Popularität. Seine politische Botschaft ist eindeutig. Eine arabische Stadt gibt es nicht. Sie steht leer und erwartet die Rückkehr ihrer jüdischen Kinder. Mit dem Kampf um Jerusalem ändert sich der Charakter des Krieges. Im Sinai ging es allein um die militärische Strategie. Hier jedoch wird durch die Beschwörung der religiösen Bedeutung der Stadt für die Juden die nationale Identität ins Spiel gebracht. Jamal Abdel Nasser und der Parlamentspräsident Anwar Sadat sind beide über das Ausmaß der Verluste informiert. Nachdem Nasser vom Sieg der Israelis im Sinai und von der Zerschlagung seiner Armee erfährt, meidet er fürs Erste jedweden Auftritt in der Öffentlichkeit oder gar eine Erklärung. Sadat hingegen beobachtet vom Fenster aus die Bevölkerung Kairos, die angeblich den Israelis beigebrachten Verluste feiert. Er notiert in seinem Tagebuch. Wie benommen und mit gebrochenem Herzen sah ich sie die falschen Berichte über einen imaginären Sieg mit Gesang und Tanz feiern. Dennoch entschließen sich weder er noch die Regierung oder die Armee, die Ägypter über das wahre Ausmaß ihrer Niederlage zu informieren. Am selben Abend trifft sich im Luftschutzbunker des israelischen Parlaments die kurz vor dem Krieg nominierte Regierung der Nationalen Einheit zur Kabinettssitzung. Auf der Tagesordnung, was tun, wenn Jerusalem erobert ist? Einige Minister schlagen vor, Israel solle die ganze Stadt bekommen. Andere wollen die Stadt unter internationaler Verwaltung. Eschkol weiß, dass die Debatte eigentlich sinnlos ist, denn Dayan, der an der Ministersitzung nicht teilnimmt, hat bereits Tatsachen geschaffen, die auf eine Besetzung ganz Jerusalems hinführen. Die Sitzung endet erst spät in der Nacht. In seinem Tagebuch notiert Oberst Lior: Mir war klar, dass dies wohl die wichtigste aller Debatten gewesen sein könnte. Die Minister diskutierten über die Zukunft Jerusalems. Und sie taten dies ohne vorbereitete Arbeitspapiere und ohne jedwedes Wissen über politische oder militärische Pläne. Nach der Ankunft der Fallschirmjäger aus dem Sinai beginnt die israelische Offensive. Für viele der Soldaten ist dies die Gelegenheit, sich für die Niederlage 1948 zu rächen und endlich den Mittelpunkt des Judentums ganz zu erobern.